Es wird wohl den nächsten Tag aber nichts anderes mehr geben. Nee, hast du nicht. Aber ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Ja gut, okay, soweit komme ich damit auch noch klar. Da muss ich hin. Wir müssen am liebsten runterhauen. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade richtig gehe. Nur mal so zur Info. Ich hab übrigens auch keine Tränke. Ey! Lol. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Aber ich weiß zum Glück, wie es geht. Soweit kenne ich den Paar auch noch. Was denn? Ich habe gerade eher auf den Chat geachtet. Es tut mir leid. Ich habe auf den Chat geachtet. Kann ja Gott sei Dank jetzt überspringen. Es passiert. Ich darf auch mal auf den Chat achten. Wir könnten uns die ganze Szene nochmal antun. Spielt dieselbe Szene nochmal. Ich glaube, mein Essen kommt gleich. Ja, komm. Putz die Brillen. Ich habe aber gerade keine Lust, die Klobrille zu putzen. Außerdem hat Frisches die gerade erst sauber gemacht. Ui. Das sieht ja gut aus. Oh, wieder mit den leckeren Asia-Dinger. Das hat sie noch verfeinert, ne? Sehr geil. Ich hatte ja keine Soße mehr für dich, jetzt habe ich eine komplette Soße selber. Sehr geil. Schmeckt super lecker. Danke. Danke. Du hast dich ganz schön abgemüht. Beim nächsten Könntest du bitte aufstehen? Du dich besser. Wie ein ängstliches Mäuschen. Er wohnt in die Kamera heute zu winken. Ja, er wollte mich nicht stören. Achso, ich muss hier den Typen da, ne? So. Seine Fronten Schaden nimmst, kann dir nur anfangen. Diese Tränke findest du bei gefallenen Galeeren oder Magitek-Maschinen. Ah, okay. Schnell kannst du deine normalen Fähigkeiten nicht einsetzen. Geh deshalb kämpfen möglichst aus dem Weg und drück schnell auf den Camp. Also wenn möglich, kämpfen aus dem Weg gehen, oder wie? Kann ich auch einfach durchrennen? Das ist meine Gegenfrage. Kann ich durchrennen? Also ich glaube, das wird ganz gewaltig in die Hose gehen. Hi. Ich glaube, das war falsch. Also ich glaube, wir werden das ganz
Metal Gear Solid wird jetzt schleichen. Ich kann auch nicht schleichen. Ich konnte noch nie schleichen. Bin im Schleichen komplett unbegabt. Ich werde auch übrigens jetzt nochmal sterben, ne? Bis ich meine richtige Taktik herausgefunden habe. Wie ich das am besten mache. Leichen. Wie schleiche ich denn? Okay. Einmal. Das ist aber eine ganz blöde Aktion hier zum Schleichen. Okay, der hat nichts dabei, natürlich nicht. Bei mir sollte die Nebenfrage, wie komme ich dahin, wo ich hin will? Also hier nicht. Ach du Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse Sachen, wo ich schleichen muss. Ah. Und dann auch noch auf Zeit. Wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Ich glaube, da kann ich lang, ne? Ah, nee, da kann ich auch nicht lang. Ja. Wann nehme ich hier wieder wegkomme? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich hasse es. Ich hasse solche Aufgaben. Schon immer gehasst. Alles, was mit Schleichen zu tun hat. Okay, da ist nichts. Ich komme hier aber weg, oder? Also, ist nur so eine Frage. Okay, aber in diese Richtung ist schon mal falsch. Auch nicht, wenn ich jetzt 30 mehr verkacke. Naja, ich habe ja noch 29 Minuten. Tourne ich halt ein bisschen in den Ruinen rum. Oh, okay. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ja gut, hier bin ich auf jeden Fall komplett falsch. Hier bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Das macht's nicht besser dann. Gut. Okay. Wie komme ich hier weg? Ich laufe im Kreis. Hier vielleicht. Ach du Scheiße. Muss ich mich da jetzt durchkämpfen? Wenn ja, dann wird das nichts. Ich komme da nie an, wo ich hin will. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich nicht auf den Chat achten kann. Ich bin nur froh, wenn ich das hier vielleicht noch in der Rechtzeit, in der richtigen Zeit schaffe. So ein Brennstoff. Was? Wo soll ich denn jetzt einen Kennschlüssel und einen Brennstoff herkriegen? I hate my life. Ich will nicht mehr. Ich hasse diese Mission. Wo kriege ich das denn jetzt her? Oh.
Du für ihn, ja. Ruchen. Weißt du, ich bin froh, dass ich hier irgendwie es irgendwie durchgeschafft habe. Den Weg zurück finde ich nie wieder, ne? Ich finde den Weg nie wieder, wie ich jetzt hier lang gegangen bin. Da komme ich doch wieder nicht um Kämpfen drumherum. Hi. Vorher sterbe ich. Das hat mir nicht weitergebracht. Nein. Ey, aber immerhin habe ich einen Frontentrank gefunden. Ich bin mir jetzt nicht süß, hier im Chat. Okay, gut, dann nicht. Beruhigt mich schon mal. Die Steuerkonsole zeigt an, dass ich noch Brennstoff. Ah, okay, den Brennstoff haben wir. Oh, und jetzt wieder zurückrennen. Nein, 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 nein. Hau ab. Das schaffe ich doch nie. Hau ab! Ich komme dich. Mami hier total zum Affen. Weißt du, du brauchst erstmal eine halbe Ewigkeit, bis du aus dem Ding rauskommst. Hätten Schleichmodus einrichten sollen. Vor allem in der Nähe. Das musst du dir jetzt mal auf der Zunge gehen lassen. In der Nähe. Was ist für die in der Nähe? Da ist nicht. Da. Nee. Ich habe aber auf jeden Fall einen kleinen Bottle gefunden. Vorgang läuft. Ja, okay. Ja, aber da war doch niemand. Wo war denn da einer? Da war doch keiner. War doch nichts. Oder steht da irgendwo einer auf dem Dach? Lass mich in Ruhe. Verpiesel dich. Hau ab. Kusch dich. Such dir ein neues Hobby. Du suchst dir kein neues Hobby? Auch okay. Jetzt hätten wir wenigstens bessere Ausrüstung verpacken können. Hier ist doch niemand. Komm ich da durch? Nee. Doch! Ah! Okay. Oh.
Ich hasse solche Aufgaben. Ich hasse solche Aufgaben. Ich hasse solche Aufgaben. Okay, bewegen kann ich mich aber nicht damit, ne? Nee. Ich hoffe, jetzt ist allen klar, dass wir das normal machen müssen, oder? Davor steht auch noch jemand. Schaffen wir es vielleicht doch noch? Ich will ja nicht zu sehr hoffen, aber vielleicht. Hier ist ein Kreis raus. Kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Läuft. Ich hoffe, ihr habt nichts vor. Ich wollte spannend machen, Luna.
So, wenn ich vorne an der Straße angekommen bin, wusch, kommt ein Auto und ich bin tot. Ich kann mich auch stumm schalten. Wenn das Sirene kommt, mache ich das jetzt sowieso. Gerade bewundern wir schwarzen Bildschirm. Auf manche soll das Essen ja beruhigend wirken. Zum Glück haben wir alle Besessenen unter Kontrolle bekommen, ohne einen zu verlieren. Um die wenigen Verletzten kümmern sich Aaron, Senna und seine Helfer bereits. Gut, dass wir genug Seelenwächter haben. Was ist mit Julius? Ist er wieder bei Sinn? Leider noch nicht. Auch aus Magna Glacius sind viele Besessene eingetroffen. Einige von ihnen hat es schwer erwischt. In dieser Situation müssen wir eine Entscheidung treffen, wer zuerst behandelt wird. Es kann sein, dass er erst später an die Reihe kommt. Aber keine Sorge, wir werden ihn aus Animas Kontrolle befreien. In der Zwischenzeit solltet ihr nach unserer verschwundenen Freundin suchen. Ein schöner Zeitpunkt, um einfach so unterzutauchen. Es war gleich nach dem ersten Ätherimpuls. Bestimmt verfolgt sie eine Fährte. Leider hat in dem Chaos niemand bemerkt, wo sie hingegangen ist. Sie ist Unsere Freundin kommt gut allein zurecht. Aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl. Seht mal, da kommt jemand. Da ist sie ja wieder. Keine Ahnung. Das Rätsel wäre gelöst. Seid ihr euch sicher, dass sie es ist? Sie sieht aus wie unsere Freundin. Warum? Erkennst du sie nicht? Entweder die Ätherimpulse haben sich auf meine Wahrnehmung niedergeschlagen oder... Wo warst du denn? Wir haben uns Sorgen gemacht. Hauptsache, sie ist wieder da. Ist was passiert? Was ist denn mit dir? Wer bist du? Das wäre schon unsere Freunde aus dem Spiel, ne? Wie habe ich es eigentlich bis dahin geschafft, obwohl ich gekrochen bin? Für mehr ist heute keine Zeit.
Wir werden diese Scharade nun beenden und alle in unsere eigenen Körper zurückkehren. Entschuldigung, ich habe mich ja noch gar nicht allen vorgestellt. So viele Gäste hat man selten. Und Ungebetene noch dazu. Da musste ich euch natürlich einen gebührenden Empfang bereiten. Haben euch die besessenen Soldaten auch freundlich begrüßt? Meine kleine Ablenkung mit dem gestohlenen Erzseim hat euch hoffentlich ebenfalls gut unterhalten. Ihr habt den armen Seelen ja so aufopferungsvoll geholfen und so viel wertvolle Zeit vergeudet. Genau wie ich es mir gedacht hatte. Dank dieses Manövers wird sich mein Plan nun endlich erfüllen. Bald hat Anima genügend Äther in sich aufgenommen und dann wird die letzte aller Vorstellungen beginnen. Der älteste und stärkste aller je beschworenen Prima Ehe erwacht und die letzten Tage werden über uns hereinbrechen. Die Götter in ihrer Leibhaftigkeit verschlingen. Und nichts, weder deine Freunde noch ein Staubkorn dieser Welt, wird übrig bleiben. Hasse mich, inbrünstiger als je zuvor. Das Wechselspiel von Macht und Schicksal scheint dich zu begleiten. Das ist Segen und Fluch zugleich. Und vergiss dabei nie deine Gefährten. Wie oft schon wurden sie im Feuersturm deiner Taten verschlungen. Willst du diesen Weg fortsetzen? So schütze sie. Bewahre sie. Sie ist wieder bei uns. Keine Sorge. Deinen Freunden geht es gut. Geht's? Ein Glück. Und danke, dass du uns gerettet hast. Willkommen zurück. Du hast ja ganz schön was erlebt. Eigentlich würde ich dir gerne eine Ruhepause gönnen. Aber Van Daniels Worten nach bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Sobald du wieder einen klaren Kopf hast, werden wir darüber sprechen, wie wir den Turm von Babel stürmen. Soll ich dazu noch irgendwas sagen? Huch. Hm.
Das da. Da ist Alizée. Nee, das ist Estola. Da. Nein. Da. Nee. Und damit hat er den nicht. Das andere Jahr war irgendwie... Da habe ich irgendwie drauf gewartet. Kann man dazu noch was sagen? Nee. Ich weiß so, dass ich ganz, ganz lange heute nicht ins Bett gehen werde. Oh, okay. Wie geht es dir? Hast du Schmerzen oder fühlst du dich irgendwie unwohl? Das wäre zwar nicht das Schlimmste, aber diese Telephoroi, die möchte ich am liebsten... Wie lange wollen die diese Leute noch quälen? Alle, die aus dem Tertium zu uns gekommen sind, sind besessen. Und dann haben sie sich auch noch deinen Körper genommen. Das werde ich ihnen niemals verzeihen. Letzte Tage hin oder her, ich werde die aufhalten. Bis wie viel Uhr machst du circa? Bisher ist angesetzt bis 01 Uhr rum. Angesetzt. Es kann sein, dass ich aber vorher schon müde werde, weil ich ja die letzten Tage schon nicht viel geschlafen habe. Es kann aber auch sein, dass ich noch eine Stunde länger mache. Zu lange nicht, weil morgen muss ich mich auf Vormittag streamen. Dass ich abends pünktlich ins Bett komme. Weil ich muss wenigstens eine Nacht mal wieder richtig schlafen. Also bis 3 auf gar keinen Fall. Und da gebe ich Brief und Siegel drauf. Bis 3 wird's nicht. Weil das packe ich nicht 3 Tage da dann nach. Ich glaube, dann da frisst es mich vom Boden aufkratzen. Deswegen, ja. Aber ich schätze mal bis 0 Uhr. Wieso? Der Turm von Babel. Warum habe ich das Gefühl, es ist eine Inni? Ich weiß nicht, irgendwie. Dass du es heute sogar noch zu der Inni schaffst, wo ich so verzweifelt habe. Oh je. Yeah. Na, ich glaube aber nicht. Dazu spiele ich zu gemütlich, glaube ich. Also gut, was genau ist mit dir geschehen? Bin nur noch 4. Was? Echt? Nur noch 4? Okay. Ein Primarien namens Anima im Körper des toten Kaisers Varys? Das ist ja ein tolles Stück. Dann ging der Ätherimpuls, den ich gesehen habe, von Anima aus und nicht vom Turm selbst. Aber viel Text, oh je. Als du dort drin warst, hast du die Stimme des Primae aus nächster Nähe gehört? Der Turm von Babi ist also eine Art Basis der Telephoroi. Wenn das so ist, trifft sich das gut, denn ich habe etwas zu berichten. Wie einige von euch schon wissen, ist ein Angriff auf den Turm in Vorbereitung. Während ihr euch um die Zivilisten gekümmert habt, haben Tankred und der Erkundungstrupp uns mit wichtigen Erkenntnissen versorgt. In dem Turm warten Massen an Magitek-Kampfmaschinen und eine Armee von Besessenen. Alle Wege, die einst im Kaiserpalast führten, sind zerstört. Das macht die direkte Erstürmung des Turms durch unsere gesamte Truppe schwierig. Deswegen bilden wir 2 Gruppen. Ein Ablenkungskommando und ein Sturmkommando. Das Ablenkungskommando besteht aus den kampferprobten Männern und Frauen aus Ishgard und Kedania, sowie den limsischen Handwerkern. Letztere werden eine provisorische Brücke errichten, sich dem Turm nähern, als wollten sie einen Frontalangriff beginnen. So sollten sie die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich ziehen. Dann wird das Sturmkommando bestehend aus Elitekämpfern aus Alomigo, Ulda und dem Fernosten versuchen, auf einem anderen Weg den Turm zu stürmen. Hier, ich bin ein wenig herumgeschlichen und habe diese Karte angefertigt. Der rote Kreis ist das in Kaledium, eine alte Magitek-Fabrik. Von da führt eine unterirdische Schienenstrecke bis in den Kaiserpalast. Damit würden wir früher Soldaten befördert. Wurden früher Soldaten befördert. So. Es könnte für das Sturmkommando ein Weg in den Turm sein.
Allerdings verkehrt auf der Strecke eine Magitech-Bahn, die gefährlich werden könnte. Ich glaube, die Besessenen benutzen sie, um Material zur Sicherung des Turms zu transportieren. Das heißt, wir sollten besser die Bahn nehmen, anstatt die Schienen entlang zu laufen. Ich möchte, dass der Bund der Morgenröte sich dem Sturmkommando anschließt, um bei der Entscheidungsschlacht gegen die Teleforoi zu helfen. Bringen wir es zu Ende. Nicht lange drum herum reden. Richtig, die Gallier haben genug gelitten. Wie alle. Wie schnell können wir ausrücken? Wenn man von Daniel glauben kann, dass die Apokalypse der letzten Tage hereinbricht, sobald der Turm geladen ist, bleibt uns wenig Zeit. Wabe ist ein Wort aus der Zeit Amons. Er wird auf alagischen Siegeln verwendet. Das bedeutet Gottesportal. Wird auch häufig im Zusammenhang mit Xandes Beschwörung von Nichtsgesandten benutzt. Ein neues Gottesportal und von Daniel, der von dem ältesten und stärksten aller Primae spricht. Das lässt nichts Gutes ahnen. Die gesamten Korps ist informiert und die einzelnen Gruppen treffen ihre Vorbereitungen. Trefft euch mit dem Sturmkommando. Es hat bereits einen Weg ausgekundschaftet. Ihr müsst Lies und ihre Leute nördlich von Forum Patens treffen. Ich hab schon nicht mehr lesen. Sehr gut, dann fehlen nur noch wir. Auf zum Treffpunkt. Dies dürfte ein ordentlicher Kampf werden. Weil ich befürchte, wie lange das alles wird. Ich werde gleich nochmal wohin gehen, wenn wir vor Ort sind. Aber erst gleich. Ach du grüne Nonne. Der Turm von Barbie, ich will nicht. Ja! Kann ich doch mit dem Auto hinfahren und währenddessen gehst du so. Kannst du auch machen! Habe ich auch kein Problem mit. Wenn du den Weg noch fahren möchtest, kann ich auch machen. Spannende Zeit. Zwinkerbell? Oh, ein geiler Name. Keine Lust auf Story gerade. Was? Das stimmt gar nicht. Okay. So, dann bin ich gleich wieder da. Muss eh nie laufen. Okay, bis gleich.